Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einem weiteren GS1 Online-Talk. Mein Name ist Jan Eberle und ich bin heute euer Moderator. Es freut mich, Sie in dieser Runde heute begrüßen zu dürfen. Vielleicht noch ein Punkt organisatorisch. Der Talk der wird aufgezeichnet und im Anschluss öffentlich zur Verfügung gestellt. Das wie immer für die, die vielleicht jetzt gerade zeitlich nicht haben können teilnehmen. Und vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach noch reinschauen wollen. Und dann haben Sie aber auch über das kleine Feld F und A bei Ihnen auf dem Bildschirm die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich in das Gespräch einzubringen. Ich würde die Fragen entsprechend an den Talkgast heute weitergeben. Gut, dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, der heutige Talkgast vorstellen. Der heutige Gast ist Palettenhersteller und Palettendienstleister und vor allem er ist auch Präsident von der EPAL International. Herzlich willkommen, Robert Holliger. Es freut mich, dich heute hier bei uns in der Runde zu haben. Besten Dank. Ich freue mich natürlich ebenfalls und freue mich auch, dass viele Gäste dabei sind und möchte auch die natürlich herzlich begrüßen. Ich würde sagen, gehen wir doch gerade als erstes mal in die erste Frage rein. Ich denke, ein bisschen Geschichte gehört ja immer dazu. Die Firma Holliger, 1917 ist sie gegründet worden von deinem Grossvater. Wie ist die Firma überhaupt zum Paletko? Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte, aber der Grossvater hat eigentlich als Verdingbube mal gesagt, er will selbstständig werden. Und hat sich dann angefangen mit Holz zu beschäftigen und hat dann mit einer Zimmerei angefangen zuerst und hat da schon für BBC gewisse Kisten gemacht zu selber Zeit. Aber er hat dann mehr noch Zimmerei und dann später noch ein Sägewerk dazu angegliedert. Und da ist dann etwa gelaufen bis in den 50er Jahren, wo dann natürlich langsam die Logistik aufgekommen ist. Ich glaube, die können wir dann nachher weiter erzählen, je nachdem, wo wir gerade stehen, oder? Genau, sehr gut. Wenn wir eben so gerade in der Geschichte drin sind, wie ist überhaupt die Geschichte vom Palett entstanden? Jetzt auch ein bisschen losgelöst, vielleicht vom EPAL. EPAL kommen wir nachher später darauf zurück, aber einfach, wie ist Palett als Ladungsträger, wie ist das entstanden? Also gut, Palette ist eigentlich geboren worden im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern. Das waren die Ersten, die so eine Palette entwickelt haben, weil sie sind auch wahrscheinlich die Ersten, die die Hydraulik eingesetzt haben für die Logistik im Zweiten Weltkrieg. Und von dort her hat man natürlich ein gewisses Know-how gehabt. Und anschliessend haben in den 60er Jahren Bahnen, die SBB, die Deutschen und die Österreicher miteinander mal den Pool quasi definiert und das Palett definiert, wo man dann nachher gemeinsam eingesetzt hat. Also eigentlich schon recht zu einem frühen Zeitpunkt entstanden und erkannt worden, dass es so etwas wie ein Palett halt braucht, zum Warenkönnen von A nach B sinnvoll und möglichst einfach zu verfrachten. Mhm. Und unser Betrieb hat eben da sich in die Serienproduktion quasi eingeschafft. Man hat hier angefangen, zuerst hat man angefangen, Kühlboxen zu machen, wo noch kein Kunststoff oben war. Da hat man mit Speerholzplatten und mit Schaumstoff und Sagex hat man dann die Kühlhalteboxen gemacht, auch schon für Bäckereien, die Goat Migro beliefert haben, dass man Patisserien können ausliefern, dass das frisch geblieben ist. Und nachher haben wir auch Harassen produziert für die Getränkeindustrie. Auch immer noch kein Palett da gewesen, wo man alles von Hand auf- und abgeladen hat. Und nachher ist ja dann der Kunststoff aufgekommen. Auch Kühlwagen sind langsam aufgekommen. Und da sind wir im Prinzip führend gewesen mit unseren zwei Produktzweigen. Und haben uns dann müssen natürlich an die Decke strecken und sind dann drauf gekommen, dass wir jetzt halt auch anfangen, Paletten produzieren. Und sind dann eigentlich bei den Ersten gewesen in der Schweiz, die so eine Anlage haben bauen, weil es jetzt ja noch nichts gegeben ab Stangen, dass wir schneller haben können, Paletten produzieren. Also hat man eigentlich aus den Bedingungen vom Markt, hat man eigentlich müssen so entsprechend reagieren. Genau. Um sich weiter zu entwickeln. Mhm. Wie ist es dann, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, Palette, Firma an sich, wie ist es denn überhaupt zur EPAL gekommen? Wie ist denn die EPAL entstanden?
Ja, eben, die Bahnen haben ja den europäisch zusammengeschafft und die haben auch den Tausch angefangen zu organisieren. Die SBB hat ja in der Schweiz zuerst Paletten eingekauft, Räumer und Deckel dazu. Und man hätte da gewusst, da hat man da geredet von 85% Zeiteinsparung mit den neuen Paletten, die man hier eingeführt hat. Das ist heute noch ein Thema, das man nachschauen kann. Und das hat sich dann schnell verbreitet, aber die Obhut hat immer die SBB gehabt. Mehr Hersteller, wir sind ja am Anfang etwa 50 Hersteller in der Schweiz, auch viele kleine. Wir haben da jeden Monat müssen melden, was wir produziert haben. Wir mussten eine Liste machen, wer hat bei uns Palett gekauft. Und wir mussten 5% Immatrikulationsgebühr einziehen bei denen, die bei uns Palett und Rahmen gekauft haben und da den SBB abliefern. Und mit dem Geld hat die SBB natürlich wieder investiert, weil sie haben natürlich, sie haben am meisten eingekauft am Anfang, dass der Pool auch gewachsen ist, als man angefangen hat, können tauschen. Okay. Und dann ist 1960, ist das, glaube ich, gewesen, oder du weißt es vielleicht noch ein bisschen genauer, wo man den Verband EPAL in die Welt gerufen hat. Ja, also eben, am Anfang ist ja eigentlich seine Zeit, die SGL hat sie, glaube ich, geheißen, und vorher hat sie noch anders geheißen, hat sich auch immer befasst, natürlich mit den Kunden über die Palette. Da hat man so Arbeitsgruppen gehabt und da hat man das aufgebaut. Aber da ist nachher das Problem gekommen, eigentlich gegen die 80er Jahre. In den 80er Jahren, wo die Ostöffnung gekommen ist, haben ja die Staaten kein Geld gehabt, damals, wo sie frei geworden sind, quasi von der UdSSR. Und die haben natürlich mit Palett versucht, in Europa Ware einzukaufen. Das war da, wo man auf den Dorfplätzen Holz geliefert hat und Nägel und Klötze. Und dann haben die Leute die Heimarbeit die Palette zusammengenagelt. Aber der Holz war mehr Schwarte als etwas. Und das hätte man dann nicht können brauchen. Und dann hat sich die Wirtschaft in Europa, in Westeuropa angefangen zu wehren und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen hier Ordnung machen. Sonst geht der Pool schon wieder zusammen. Kaum ist er richtig in Betrieb. Und da hätte uns ein paar Hersteller bewogen, zusammenzocken und nach Lösungen zu suchen. Und da hat man auch umgeschaut, wer könnte helfen. Und das Problem war, die Bahnen haben einfach, die Ostbahnen haben überhaupt keine Qualitätskontrolle gemacht. Die haben null und nichts gemacht, ob schon die UIC ja das vorgibt und sie die Verantwortung haben. Und da haben wir gesagt, wir müssen da helfen, Verantwortung übernehmen, dass der Pool weiter besteht. Und da haben wir dann im 1991 haben wir die EPAL, die Europäische Palettorganisation, gegründet, das Verband für Qualitätssicherung. Und wir haben dann gesagt, wenn wir drei Bahnen haben, die mitmachen, dann fangen wir an, Qualitätssicherung zu machen und dann werden wir aktiv mit dem Verband. Und da haben die Schweizer Bahn hat nach langem Hin und Her zugesagt, dass wir Qualitätssicherung von ihnen übernehmen dürfen, ob schon sie ja die Best gemacht haben in Europa. Und dann sind aber die Deutschen dazugekommen und die Franzosen und haben gesagt, gut, jetzt können wir starten. Und da sind wir gestartet mit etwa gegen 8, 9 Millionen im ersten Jahr. Und die sind immer mehr dazugekommen. Das war eine lange Geschichte gewesen. Und das waren harte Verhandlungen gewesen. Und heute sind wir im Prinzip sind 30 Länder dabei. Und von diesen 8 Millionen sind wir jetzt letztes Jahr auf 93 Millionen gekommen, die EPAL-Stempel produziert haben. Und so ist die ganze Geschichte gewachsen und auch der Unterhalt. Aber wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, wir müssen Qualitätssicherung hinbringen, weil die Kunden müssen Palette kaufen. Wir allein können nichts machen, wir Hersteller sind verloren, wenn die Kunden eben Palette wollen. Und das haben wir irgendwie so können, uns durchschlängeln. Ja, schöne Geschichte. Das heisst eigentlich, die Organisation EPAL, die ist eigentlich aus der Schweiz entstanden, ist heute, ja, eben, wie es der Name sagt, international aufgestellt, europaweit. Stichwort Qualität, du hast es vorher erwähnt gehabt. Wie tut EPAL Qualität sichern in diesen verschiedenen Ländern? Ich meine, die Schweiz ist jetzt für uns ja nahe, das ist irgendwo naheliegend. Du hast vorher gesagt gehabt, SBB hat früher schon gute Palette gehabt im Vergleich zu anderen Ländern. Wie tun wir die Qualität sicherstellen? Also wir haben das eine Ausschreibung gemacht für eine Qualitätsfirma, weil wir haben gesagt, wir wollen es nicht selber machen, wir Hersteller als Verband quasi. Wir wollen das neutral haben. Wir haben vor einigen Jahren haben wir Büro Veritas hat den Auftrag bekommen. Die sind auch in der ganzen Welt im Prinzip vertreten und die tun jetzt einfach alle Monate mindestens einmal gehen die Qualitätssicherung prüfen, unangemeldet zu den Lizenznehmern, dass sich die nicht vorbereiten können oder irgendwie andere
schöne Ware herstellen und den Rest verstecken oder was auch immer. So sind wir eigentlich auf der guten Seite. Und auch bei den Reparateuren ist es eben auch wichtig, dass die kontrolliert werden und einen guten Job machen. Sehr gut. Wie weit sind wir in Europa überhaupt vertreten? Nicht flächendeckend, oder? Wir sind nicht ganz flächendeckend, sind vor allem die Nordstaaten. Die haben aber ein Green Cargo, haben die einen eigenen, auch so einen Verband, der sehr gute Palette macht. Darum hat sich dort auch nie aufgedrängt, dass wir denen reinpfuschen müssen. Aber es sind doch 30 Länder sind dabei und da haben wir natürlich in anderen Ländern haben wir Lizenznehmer. Das heisst noch nicht, wenn die Länder nicht dabei sind, hat es dann gleich noch Lizenznehmer, die als Einzellizenznehmer auch können bei der Repal einen Antrag zur Herstellung und zur Reparatur stellen. Also wir sind recht verbreitet, sind total gegen die 1500 Lizenznehmer, die mit der Repal zusammenarbeiten quasi und herstellen und reparieren. Mhm. Sehr gut. Dann, was ich so ein bisschen auch jetzt aus meinem, ich sage jetzt mal vielleicht auch ein bisschen persönlichen Umfeld, immer wieder auch ein bisschen daraus herausgehöre, ist auch, dass es schwierig ist, zum Teil auch gerade bei den automatischen Lagersystemen. Dort sind ja auch die Normen, die müssen eingehalten werden müssen, ja dort recht, die sind recht streng eingestellt. Und ja, das Palett ist ja etwas, was gebraucht wird und halt in einem harten Umfeld sich bewegt, sage ich jetzt mal. Wie geht man das Problem ein bisschen an? Gibt es da konkretere Lösungen oder weiss man, wie man mit dem allgemein kann umgehen kann, um möglichst wenig Schwierigkeiten zu haben? Ja gut, eben, da gibt es heute natürlich Sortieranlagen, wo man die Palette drüber laufen kann, ganze Stapel herstellen und dann laufen die durch. Dann wird einmal kontrolliert, entspricht es, ist es ein gängiges Palette, ist es tauschbar, sind alle Teile dran. Man schaut auch zum Beispiel, hat Kufen, man läuft das Palette und zieht ein bisschen an den Kufen, dass nicht plötzlich Kufen abhängen, wenn es ins Hochregallager reingeht, dass es keine Störungen gibt, dass Gabelfreiheit, wie man sie vorgegeben hat. Ja, GS1 hat ja das jetzt wieder überarbeitet und man hat ja das wieder als gut befunden, was man mal vor etwa 10 Jahren entwickelt hat. Also das kann man heute mit Sortieranlagen prüfen. Und das ist klar, wenn es heikel ist, macht es Sinn, dass man die Palette natürlich vor sich ins Hochregallager prüft, oder? Das gibt es auch heute bei den meisten Wareneingängen, hat man noch so eine Grobkontrolle, wo man das Palett beschickt, wo man sie beschickt und natürlich auch erfasst und mit der Ware, vor sie das Hochregallager reingehen. Wenn jetzt du auch jetzt eben so ein bisschen uns als Schweiz anschaust und jetzt gleichzeitig aber doch, sagen wir mal, Gesamtbetrachtung Europa so hast, kannst du da sagen, die Herausforderungen und Problemstellungen in dem Thema, jetzt nicht nur auf Lagersystem, sondern allgemein Palett, sind das etwa die gleichen oder haben andere Teile von Europa völlig andere Herausforderungen zum Thema Palett? Ja gut, da kann man sicher sagen, dass die Schweiz Vorreiterrolle spielt in Sachen Technik und Hochregallager, gängige Systeme und die ganze Supply Chain ist bestens organisiert und Deutschland holt jetzt langsam auf, flächendeckend. Die haben lange einfach auch noch schlechtere Qualität gehabt, aber auch die müssen heute bessere Qualität haben im Hochregallager und so weiter. Also von dort her gesehen holen die sie auf, aber die Schweiz ist da schon auch heute noch Vorreiter in dieser ganzen Geschichte. Ja, das kommt ja von der Schweiz. Kann man fast ein bisschen so sagen. Genau. Wie sieht denn das aus, was ich auch jetzt so in der Recherche gesehen habe, statistisch betrachtet? Man hat ja auf der einen Seite hat man neue Palette, die man in den Markt hineinbringt. Dort gibt es ein gewisses Volumen. Auf der anderen Seite gibt es ein Volumen an reparierten Paletten. Also die neuen Paletten werden ja mehrmals in einem Lebenszyklus von einer Palette geflickt und weitergebraucht. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Zahlen von diesen Volumen anschaut, dann ist die Anzahl der neuen Paletten eigentlich stetig gestiegen. Wobei dann im Gegensatz die reparierten Paletten, die sind stagniert oder mehr oder weniger stagnierend. Also es findet es ist eigentlich nicht ein paralleler Zusammenhang, was das Wachstum anbelangt. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist richtig. Es hat
Also so ganz klar ist es nicht, warum. Es ist, einerseits ist es natürlich so, dass es auch verschiedene Zweige oder Branchen gibt, die Qualität brauchen von der Ballett. Die eine braucht High Quality, Nahrungsmittel, Chemie, wo alles muss perfekt sein. Die nehmen dann meistens auch neue Ballett. Und dann gibt es die, so Erdenbereich, Bau, wo es vielleicht nicht mehr so darauf ankommt. Und dann gehen eher die dunkleren und vielleicht auch noch ein bisschen schlechteren Ballett, gehen in die Kreise, wo es weniger wichtig ist. Wo man auch nicht so muss Achtung geben im Umschlag. Und der Rest, wo schön ist, wo gut sind, die A, B, wie man heute teilweise sagt, die werden dann natürlich repariert. Und jetzt ist es möglich, also jetzt zum Beispiel, jetzt ist ja vor allem Heuer ist ein bisschen ein Bremser drin, und ich glaube, das letzte Jahr schon, dass vielleicht einfach im Moment mehr Neuere gebraucht werden oder das Wachstum von Neupaletten hat mehr zugenommen als die Reparatur. Aber es hat sicher auch einen Punkt, den wir erwähnen, ist also teilweise nicht in der Schweiz, aber im Ausland wird Italien ist ein Thema, wird viel schwarz geflickt und eben nur eine Halbpatzungspflicht. Darum müssen wir immer wieder schauen, dass die mit den Spaghetti nicht wieder in die Schweiz kommen, dass wir die Schlechten wieder da drinnen haben und sie dann trotzdem auch wieder ausscheiden müssen. Also das ist schon. Das ist ein offener Pool und das ist jetzt ein Nachteil von dem offenen Pool, dass es viele Trittbrettfahrer hat, die sich auch nicht unbedingt beteiligen mit dem Unterhalt, sondern nur wollen profitieren. Und da muss EPAL natürlich auch dran arbeiten. Wir suchen auch immer die schwarz reparieren und wir investieren auch von diesen Gebühren viel Geld, um den Schwarzmarkt zu bearbeiten. Also das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Aber die Verantwortung gehört halt mit allen Teilnehmern, dass halt der Vorteil, den man ja hat mit dieser Palette, dass eben da auch muss Verantwortung übernehmen werden, um können den weiter förderlich vorwärts bringen, oder? Also eben, ich denke schon auch, sicher auch aus Sicht EPAL ist es ein Ziel, dass man möglichst Palette lang im Umlauf hat und genau. Die immer wieder kann weiter verwenden, als dass sie eben, wie du gesagt hast, vielleicht auf der Baustelle oder sonst irgendwo dann halt einfach nicht mehr weiter gebraucht wird. Und genau, wird. Genau. Okay. Ja, genau so ist es. 2017 hat EPAL mit der UIC, also die Vereinigung von der Internationalen Eisenbahnen, das Verhältnis gekündigt. Was sind da konkret Gründe gewesen? Wieso hat man das gekündigt? Und vor allem, wie will man mit dem aktuell umgehen oder vielleicht auch in Zukunft? Wird sich da irgendetwas verändern in dieser Beziehung? Ja, es ist so, wir versuchen dauernd mit der UIC gemeinsame Lösungen zu suchen. Sie sind einfach nicht so breit aufgestellt wie wir. Sie machen keine Markenverfolgung, Verletzungsverfolgung. Sie sind im Prinzip, ein bisschen böse gesagt, profitieren sie von der EPAL, weil wir sehr viel machen. Und sie können einfach die Lizenznehmer annehmen, die auch nicht gleich gut kontrollieren wie wir. Und da gibt's halt, es gibt viele der, die beide Lizenzen haben. Die haben eine EPAL-Lizenz, vor allem in den Ostländern. Und sie haben aber auch eine UIC-Lizenz. Und es kann eben nicht sein, dass die, wenn sie UIC-Ballett anbieten, dass die 1,20 Euro oder 50 Euro billiger sind als ein EPAL-Ballett. Das zeigt schon, dass dort weniger Material oder schlechtes Material verwendet wird. Und darum haben wir dann gesagt, wir können einfach heute nicht mehr dazu stehen, die Ballette zu tauschen, die so schlecht auf den Markt kommen, weil sie nichts machen. Wenn wir machen Grenzkontrollen, also wir schulen an der Grenze Zöllner, schulen wir, vor allem in Ukraine, gegen Westen und Tschechien, überall. Und dann kommen solche Ballette mit der UIC-Stempel und wir melden das der UIC und sie machen nichts. Und das bringt es einfach nicht. Darum haben wir gesagt, jetzt müssen wir wieder mal eine Pfahl einschlagen, um zu schauen, dass wir das können zusammen machen können. Es geht nur, wenn das eine Prüfgesellschaft macht für alle. Und dann finden wir wieder den Weg. Und wir sind jetzt auch wieder im Gespräch. GS1, Deutschland, Österreich und die Schweiz hilft uns auch. Die haben jetzt gerade kürzlich einen Brief geschrieben wieder an die UIC. Sie sollen so gut sein und jetzt mit uns zusammenarbeiten. Es geht ja auch die richtige Serialisierung, wo wir vielleicht noch drauf kommen, dass man dort eine Vereinheitlichung hat. Okay, also da geht etwas und man will sich da auch irgendwie in der Zusammenarbeit miteinander in Zukunft auf irgendeine Art und Weise wieder finden. Ja. Okay. Wie siehst du allgemein jetzt EPAL
International tönt vorerst einmal auch etwas, also als eine ganz grosse Organisation, also vor allem auch so eben vom Volumen her, von der Palette. Aber trotzdem gibt es ja auch Mitbewerber. Also eben, UIC ist eine andere Organisation. Ja. Es gibt auch andere Marktteilnehmer. Wie sind da überhaupt die Marktverhältnisse in dem Business? Ja gut, jetzt auswendig kann ich da nicht so sagen. Ja. Sicher ist Eppal der grösste auf dem Markt mit so viel Ballett. Wir rechnen etwa 500 Millionen, die zirkulieren. Also so gesehen sind wir weltweit der grösste Pool, wo Eppal Balletten hat. Mhm. Und da sind aber Dienstleister, die Mieter an, also Chep, wo Miete macht, wo Treibgebühren machen und wo vielleicht noch andere Artikel haben, die Eppal jetzt vielleicht nicht hat. Eppal ist ja kein Vermieter, da machen die Dienstleister selber. Da gibt es ja auch Packi, die mit weissen Ballett schafft und die vermietet. Also der Markt ist im Prinzip auch da, für wenn man mieten will. Da machen wir zum Beispiel auch, wenn Kunden bei uns Paletten mieten, das ist ja kein Thema. Aber ich sage, es gibt auch noch den Kunststoff natürlich, wo man länger auch immer gedrückt hat, aber der kommt nicht hoch, der ist nicht bei 10%. Hat sicher auch einen Grund, dass eben Holz so ein guter Rohstoff ist, der elastisch ist, der im Querschnitt viermal stärker ist als der Kunststoff. Wenn man das gleiche Ballett bauen will, in Kunststoff muss man ein Grip rein tun, dass die Tragfähigkeit die gleiche ist, dann wird es eben teuer. Da reden wir bis 70, 80 Franken im Gegensatz zu 12 zu einem neuen Holzballett. Also so ist wahrscheinlich einfach so gut. Und wir haben jetzt einfach das Glück, dass man sie in den 60er Jahren entwickelt hat, dass sich die Lastwagen, die zuerst aber auch noch schmäler waren, dass man die Breite erreicht hat, dass man zwei Ballett quer oder drei längs einstellen kann und dass alle Anlagen jetzt eben sich auf das Mass eingeschossen haben. Und darum ist es so gut verbreitet. Und diese Ballett hat ja immer einen Gegenwert. Das heisst, wenn man sie wieder leer hat, kommt man etwas über. Und sie wird immer kürzer, gerade wieder gebraucht. Ausser vielleicht, wenn sie jetzt ein bisschen bremsen in der Wirtschaft, dann hat sie mal ein Zeit ein bisschen mehr Leere, wo man stehen. Aber grundsätzlich sind sie so gut verbreitet, dass man jederzeit kurzfristig wieder Ballette überkommt, wo man wieder beladen und wieder die Ware verschicken kann. Sehr schön. Du hast es vorher gerade erwähnt, wäre auch eine Frage gerade von mir vorher. Später, warum sich eigentlich eben das Holzpalett zum Plastikpalett doch können durchsetzen und bewähren. Das heisst, auf der einen Seite die Kosten, und aber auch eben die Aufwände vom Kunststoff, den man müsste eigentlich in Betracht ziehen, wenn man eigentlich die gleiche Qualität von einem Palett möchte erreichen wie jetzt im Vergleich zum Holzpalett. Mhm. Ja, eben, man sieht es zum Beispiel der Holzharras, wo millionenfach in der Getränkeindustrie verloren hat gegen Kunststoff. Haben wir mit Holz keine Chance gehabt gegen den Kunststoff. Aber es ist natürlich schon so, wir haben die Beschaffenheit vom Holz auf der Fördertechnik. Die rutscht eben nicht. Und die ist elastisch, die passt sich an. Und sobald das Kunststoffpalett nicht 100% gerade ist am Boden, in der Waage, Der läuft schon nicht mehr richtig. Und das Kunststoffpalett, das er mal verzogen hat, das geht nicht mehr selber zurück. Und das Holzpalett geht immer wieder zurück. Also es ist elastisch und darum hat es natürlich einen riesen Vorteil. Und heute muss man einfach entweder die Fördertechnik anpassen, dass es rutschfest ist mit Kunststoffpalett, oder muss Kunststoffpalett noch höher, quasi noch teurer bauen, damit sie laufen auf der Fördertechnik. Insbesondere auch, wenn sie leer sind. Wie ist denn da Eppal, eben Eppal gleich Europa? Du hast vorhin gesagt, global auch einer der grössten oder sogar der grösste Anbieter, was Palette anbelangt. Wie sieht überhaupt die Situation aus, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter raus schauen, also sprich USA oder China? Wie verhält sich dort die Situation mit dem Palette? Was passiert dort gerade? Ja, also gut, die USA ist ein schwieriger Markt. Die haben auch noch sehr viele verschiedene Masse. Die sind eigentlich nicht so standardisiert wie Europa. Jede Branche hat so ein bisschen ihre Masse. Die sind noch nicht ganz so weit. Und dort haben wir eigentlich, Eppal ist dort nie ein richtiges Spiel gekommen bis jetzt. Aber China
China sind wir jetzt schon 3-4 Mal an dem Kongress gewesen. Und China hat natürlich den Druck von Japan und von Korea. Die haben ihres Mass 1100 mal 1100. Die möchten das unbedingt in China umsetzen. Aber die Chinesen haben jetzt eben gesehen, innen ist Europa der wichtigste Markt. Und die haben mit uns quasi schon Kooperationen abgemacht, dass sie werden unsere Messe verwenden. Zuerst haben sie jetzt noch von 1200 mal 1000 geredet, weil natürlich England ist 1200 mal 1000 lastig. England ist immer ein bisschen separat von Europa in der Palettnormierung. Sind halt ein bisschen USA näher gewesen vielleicht. Aber jetzt haben wir gerade heute Morgen eine Telefonkonferenz gehabt, mit China, und die haben gesagt, nein, sie wollen unbedingt jetzt mit dieser Seidenstrasse die Bahnstrecken umwenden, die wollen unbedingt 1200 mal 800 auch berücksichtigen. Sie wollen zwar in den Markt frei lassen, aber sie empfehlen, dass sie mit der EPAL-Masse arbeiten und dann noch mit der CP, das wäre das 114 CP3, 114 mal 114 cm, wo dann wieder in Container passt zum USA-Mass, dass sie einfach zwei, drei Paletten haben, die sie standardisiert wollen, einführen in China. Mhm. Und EPAL hat ja mit dem zweitgrössten nach Alibaba, GD, hat ja eine Kooperation gemacht, dass wir mit denen zusammenarbeiten wollen, dass sie EPAL-Norm anwenden und die tun auch bereits jetzt EPAL-Ballett kaufen. Wir haben auch Lizenznehmer in China und die haben sich auch verpflichtet, die Normen, wie wir sie haben, alle so anzunehmen. Also das heisst, auch da tut sich auf globaler Ebene, also gerade so ein bisschen mit Blick auf Richtung China, da tut sich auch in der nächsten Zeit, wird sich da etwas immer mehr tun haben. Wie schnell, weiss ich nicht, jetzt Corona, aber ich denke, vor Jahren ist es halt, sagen wir mal, günstig gewesen, die Container vollzustopfen mit Waren. Und dann hat man sie hier ausgeladen, aber das höre ich auch aus der Industrie, dass man nicht mehr bereit ist, die Kosten zu haben, hier alles von Hand rausbiegen und dann palettisieren. Man will doch jetzt auch vermehrt, dass die Ware schon palettisiert ankommt, dass man sie rausnehmen kann und auch wieder gerade direkt ins Hochregallager reinlassen. Und ich bin ja auch in Shanghai gewesen, ich war im Werk gewesen, ich habe schon sehr viel Europalett gesehen dort, weil auch sehr viel Ware auf Europalett nach China geht. Mhm. Und die werden teilweise schon sehr gut zusammengesammelt und dann wieder eingesetzt für den Export. Sehr gut, danke für die gute, ausführliche Erklärung. Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen beim Markt sind, wieder vielleicht ein bisschen zurück, Europa, Schweiz, kannst du uns da vielleicht ein paar Zahlen nennen, was eben so im Umlauf ist, was repariert wird? Hast du da irgendwelche... Ja, also gut, ich kann vielleicht schnell zusammengefasst sagen, dass wir das letzte Jahr 93 Millionen neue Europalette hergestellt haben. Wow. Das letzte Jahr war ein grosser Sprung noch gewesen. Und jetzt, dieses Jahr, hat es sich ein bisschen stabilisiert. Also wir haben bis Ende August sind wir nicht weniger. Wir sind im Verhältnis zum Vorjahr von den 93 Millionen. Wir sind noch ein Prozent, was ja nicht viel heisst, sind wir noch drüber. Jetzt müssen wir abwarten, wie der Herbst wird. Gibt es noch mal zweite Corona-Wellen oder kommen wir einigermaßen vorbei? Die Wirtschaft hat natürlich schon gewisse Bereiche, die bremsen. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Palettenmarkt aus. Und darum sind auch wahrscheinlich einiges Leerpalette um. Da merken wir jetzt in der Schweiz, wir haben recht grosse Bestände von Rückschüben. Aber es ist eben nicht regelmäßig. Es ist unterschiedlich. Der Detailhandel läuft recht gut. Aber eben, da muss man einfach immer entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung nehmen, wie es ist. Mhm. Aber ich denke auch, in der Schweiz werden etwa 600'000 produziert. Das ist auch nicht mehr so viel. Reparaturen haben wir 27 Millionen etwa. Europa, also die ganze EPAL. Und in der Schweiz sind wir aber wieder hoch, weil wir ein Importland sind. Wir reparieren etwa 1,3 Millionen im Jahr, im Gegensatz zu den 600'000, die wir neu fertigen. Das ist vielleicht so die zwei, drei Zahlen, die ich gerade so aus dem FF kann mitteilen, oder? Ja, super. Also das heisst eigentlich eben auch da in der Schweiz einen recht hohen Anteil reparierte Palette im Verhältnis zu neu produzierten Palette. Genau. Genau das, auf das, wo man eigentlich auch will, ein Stück für die schaffen. Genau, das ist auch die Kreislaufwirtschaft, wo man natürlich jetzt auch wo ein Riesenthema ist, vor allem in der EU, die fördert alles, was nachhaltig ist. Mhm. Und das Palett hat ja auch sehr gute Werte in Sachen Herstellung, wenn man vergleicht mit einem
Kunststoffpalette. Ich höre hier Zahlen, dass man 27 Kilo CO2 einsparen und das Kunststoff verbraucht 44 Kilo CO2. Also klar bin ich jetzt ein Hölziger, ich will den Kunststoff jetzt nicht schwarz malen, aber es sind einfach Facts, wie sie sind. Ja. Und der Wald wächst noch, ob schon immer auch sagen, wir betreiben Raubbau betrieben im Wald. In der Schweiz wachsen 10 Millionen Kubik Holz noch im Wald. Wir nutzen 4,5 Millionen und von diesen 4,5 Millionen geht ein Drittel in die Energie ein. Also wir verbrauchen wenig Holz in der Schweiz, wir könnten viel mehr verbrauchen. Das heisst, er überaltert, dann geht er auch um, wenn es mal bläst. Und es ist natürlich auch so, wir könnten etwa vernünftig, sagt man 7,5 Millionen nutzen. Also 3 Millionen ist Überwachstum in unserem Wald, das nicht genutzt wird. Wir selber, aber die Schweiz braucht über 10 Millionen, also wir importieren sehr viel noch. Es geht jetzt aber nicht nur um Ballett, es geht natürlich um den Bau und alles, was da mitspielt. Oder? Ja, aber es ist nicht gesagt jetzt, dass aus dem Überbestand von den Wäldern, dass aufgrund dessen Ballett, die in der Schweiz hergestellt werden, auch aus dem Schweizer Holz hergestellt werden, oder ist das frei? Spielt das eine Rolle? Wird das irgendwie gesteuert oder... Ja, sagen wir es mal so, es wäre wünschenswert. Nur in der Schweiz haben wir einfach andere Preise. Es ist einfach, die Schweiz hat nicht mehr sehr grosse Sägewerke, wo da können mithalten mit den Preisen. Und wir müssen auch wissen, der Schweizer Franken, der ist ja immer nur stärker geworden. Und wir leiden natürlich in der Schweiz überall. Alles mit Produkten, die billig sind, die können wir ja fast nicht mehr herstellen. Und das Ballett ist etwas Ähnliches. So gesehen ist man darauf angewiesen, ist der Schweizer Hersteller auch darauf angewiesen, so günstiges Holz zu setzen, sonst mag er mit den Preisen nicht bekommen. Mhm. Weil der Markt ist ja nicht so einfach bereit, mehr zu zahlen, nur weil das Holz aus der Schweiz kommt. Oder? Mhm. Braucht es da dazu ein spezielles Holz? Ja, das wird Fichte, Tannen ist vor allem, wird da vor allem gebraucht. Es ist aber auch Laubholz teilweise erlaubt. Es ist einfach ein bisschen schwerer, Säbholz, oder? Ja. Okay. Aber das Gängigste ist schon Fichte, Tannen. Ja. Ja. Du hast es vorher noch kurz auch erwähnt in deiner Erklärung vorher, eben Kreislaufwirtschaft. Das Ballett ist ein Teil von der Kreislaufwirtschaft. Ich denke, das ist schon ein Teil davon geworden, bevor es eigentlich heute im heutigen Kontext, wo man das Thema dort behandelt, hat es eigentlich ein Teil zu der Kreislaufwirtschaft schon dazu beiträgt, quasi umweltschonend mit Ressourcen umzugehen. Gibt es jetzt seitens EPAL, gibt es dort irgendwie auch gewisse Schwerpunkte, also Themenschwerpunkte, wo man jetzt gerade das Thema, wo du es gesagt hast, im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft, EU etc., wo man irgendwie bewusst aufnimmt? Oder betrachtet man das einfach als Produkt, wo in das Thema sehr gut reinpasst und das einfach so dort auch stehen lässt, sage ich jetzt mal? Ja gut, EPAL ist ja jetzt, hat ja vor 10 Jahren schon mal ein Projekt gehabt für RFID. Wir sind da seinerzeit, haben wir das super erarbeitet, das ganze Konzept gemacht, zusammen auch mit GS1 und Swisscom, was also man die Nachverfolgung quasi schon hätte können machen. Aber der Markt ist ja dazu auch nicht bereit gewesen, zu investieren. Auch bis jetzt ist eigentlich nicht viel mit der RFID gemacht, die Sachen Palette. Und wir sind eigentlich vor 2-3 Jahren haben wir die Idee gehabt, wir wollen ein intelligentes Palette kreieren. Das heisst, dass wir auch immer wissen, wo es ist und dass man es nicht verliert. Das wäre ja wieder ein Punkt, dass man es nicht verliert. Das ist aber natürlich, der braucht einen Tracker, wo der kann die Temperatur messen, die Stoßfestigkeiten und alles, die Feuchtigkeit und natürlich das GPS drinnen müsste haben. Man hat den Test gemacht, aber da sind wir einfach in einem Preis, wo natürlich das Ballett nicht mehr tragbar ist für den grossen Einsatz. Wir hätten entschieden, mit Fraunhofer zusammen, mit dem Institut, wir versuchen jetzt das Ballett zu serialisieren, dass mindestens jede Palette eine eigene Nummer hat, dass man sieht, wer hat sie produziert, wer hat sie zuletzt sortiert, wer hat sie gepflegt, dass man einen Überblick bekommt, wo gehen die Palette durch. Und an dem haben wir jetzt sehr viel geschafft. Also man hat die mit dem QR-Code schaffen wir, um zu schauen, bringen wir es hin, dass auch der nachhaltig ist. Man muss den drauf spritzen auf Klötze, dann müssen wir schauen, wie die Klotzbeschaffenheit muss sein, dass es ein bisschen nachhaltig
Sendung länger hat, die ganze Geschichte. Da wird jetzt sehr viel daran geschafft und auch im Wetter ausgesetzt, um zu schauen, kann man das nach einem Jahr auch noch lesen und so weiter. Und ich glaube, das ist der nächste Weg, den wir machen können. Insbesondere auch, weil heute teilweise Container mit Trecker bestückt sind. Die LKW werden immer mehr mit Trecker bestückt. Das heisst, wenn man jetzt eine Ladung mit Palett hat, wo die Ladung quasi verheiratet ist mit dem Palett, dass man dann auch weiss, wo der Lastwagen hinfährt, dass man über ein Dashboard, wie Fraunhofer jetzt auch entwickelt hat, dass man auch schauen kann, wo ist jetzt die Palette mit der Ware, die auf dem Lastwagen ist. Also da sind wir dran. Da suchen wir sogar auch Firmen, die mitmachen für Pilot, um das zu testen. Wir sehen halt immer noch, dass viele Kleber auf den Palettklötzen sind mit dem Strichcode drauf, den man wieder abnehmen muss. Und das ist eine mühsame Arbeit. Und wenn wir es einmal so weit hätten, dass man mit dem QR-Code und auch mit dem Handy, wo man auch gerade ganze Stöße haben kann mit dem Handy und gerade sieht, da sind 13 Palette auf dem Stoß, als gerade selber zählt. Also da hat Fraunhofer sehr viel entwickelt. Und das ist natürlich jetzt noch in Zukunft, aber wir arbeiten daran, dass wir im Prinzip den Verwender auch etwas können bieten in naher Zukunft. Also das heisst eigentlich eben, auch wenn man jetzt so in Betracht zieht, der nächste Entwicklungsschritt vom Palett, wo eigentlich ein traditionelles, ein traditionelles Element ist im Güterverkehr, und sich eigentlich jetzt über lange Zeit gar nicht gross verändert hat, steht eigentlich ein nächster Entwicklungsschritt bevor. Und den kann man auf der einen Seite sicher in Verbindung setzen mit der Kreislaufwirtschaft, weil man weiß ja nachher, wo denn die Palette auch stehen und in welcher Menge sie im Umlauf sind. Und auch die Historien werden ja in dem Sinn auch rückverfolgbar. Genau. Und so wäre da eigentlich auch so ein erster Schritt eben so auch in die Digitalisierung, in die Rückverfolgbarkeit von der Paletten auch im System dann möglich. Jetzt einfach so mal aus dem Bauchgefühl raus, hast du das Gefühl, ist das etwas, wo jetzt noch Jahrzehnte ist jetzt übertrieben gesagt, ich sage mal 5 bis 10 Jahre brauchen wird, bis sich das im Markt auch wird können angewendet werden? Oder ist es etwas, das vielleicht auch ein bisschen schneller könnte auf uns zukommen? Ja, ich denke, es geht sicher nicht 5 Jahre. Wenn der Markt auch sagt, er will es. Es kommt ein bisschen darauf an, wie breit abgestützt ist da. Unser Ziel ist einfach, dass die Palette möglichst nicht viel teurer wird, dass sie in einem kleinen Rahmen ist, was teurer wird, und dass sie dann auch als Massens brauchen kann. Und so gesehen bin ich der Meinung, man braucht einen gewissen Vorlauf, mindestens ein Jahr, bevor man damit arbeiten kann. Sonst hat es zu wenig um. Sonst muss man die im täglichen Geschäft, wenn man es anwenden will, muss man dann wieder immer schauen, dass man solche Palette hat. Also das heisst, dann muss man vielleicht neue kaufen am Anfang. Es hat Firmen, die ja immer neue wenden. Da kann man natürlich auch dort schon so arbeiten. Aber ich sage, das braucht ein bisschen Vorlauf, 1-2 Jahre. Also ich denke, so in 3 Jahren, wenn jetzt alles positiv verläuft, könnte man eigentlich damit rechnen, dass man die kann verwenden im Markt. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt da gerade noch eine Frage bekommen von einem Zuschauer. Und dort geht es eigentlich explizit um die Erkennung vom serialisierten Palett. Eben, du hast irgendwie erwähnt, Barcode. Werden nicht auch eine Datamatrix eine Alternative? Also hat man sich da schon festgesetzt, wie man das machen will, oder ist das eigentlich noch offen? Nein, wir sind auch Datenmatrix wird getestet. Man hat ja festgestellt, dass der eine noch ein bisschen sicherer ist von der Lesbarkeit. Also da haben wir noch nie entschieden. Da gibt es ja noch mit GSIs Absprachen. Gewisse Sachen sind wir noch nicht ganz einig. Wie viel muss die Adresse sein? Also der Grey, wie muss sich der entwickeln? Man hat Möglichkeiten, die man weiss, aber man hat noch nie entschieden, in welche Richtung wir jetzt gehen. An dem arbeiten wir noch. Sehr gut. Auf jeden Fall sicher eine spannende Sache und wir sind sicher gespannt darauf, wie es am Schluss resultiert. Genau. Ich sehe jetzt, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Spatzung. Ich hätte noch eine Frage und zwar, das Thema haben wir gar noch nicht richtig angeschnitten. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat ja das Tag mit der GS1 zusammen, ist vielleicht auch ein bisschen im eigenen Interesse jetzt ein bisschen schleichwertig zu betreiben. eine Handlungsempfehlung ja auch ins Leben gerufen mit den EPAL-Tauschkriterien. Dabei ist der Fair Pellet Player entstanden,
wo sich Unternehmen dazu da können registrieren und sich als fairer Palettentauschpartner erkennen. Wenn jetzt, du bist von Anfang an ja dort auch dabei gewesen, oder hast du das erlebt, wo das ins Leben gerufen worden ist, die Handlungsempfehlung, hat das jetzt aus deiner Sicht etwas auch geholfen mit dem ganzen Tauschprozess? Und sind da vielleicht noch gewisse Punkte, jetzt auch, wenn man in die Zukunft schaut, wo man könnte noch weiteres verbessern oder braucht es noch irgendetwas, damit es noch ein bisschen besser wird? Oder denkst du, alles in allem läuft es eigentlich nicht schlecht im Tauschprozess mit der Palette? Ja gut, es ist eben der alte Tausch, das ist eigentlich das Größte. Die grösste Schwierigkeit ist letztendlich der Tausch Zug um Zug. Ich bringe ein Ballett, wo ich das Gefühl habe, sie sind gut und kommen dann vielleicht eher ein bisschen schlechter rüber. Und da sind wir jetzt auch in Deutschland wieder diskutiert über die A, B-Qualität und C-Qualität. Aber der Ursprung vom Tausch ist Zug um Zug. Das heisst, ich muss ein ganzes Ballett gegen ein ganzes Ballett tauschen. Und das jetzt natürlich beim Verladen, beim Auf- und Abladen, kommt eben dazu, heute sind wir eigentlich schneller wieder vor 10 Jahren. Die Ameise, die wir heute auch haben, mit bald keine Handrolle mehr. Es wird alles mit Ameise, mit Kraft und Gewalt gemacht. Dann geht halt einer ein Ballett kaputt. Und wer ist jetzt letztes geschuld? Wir haben früher schon mal ein Ballettenpool Schweiz machen, wo wir die Kabotten hätten können an eine Zentrale geben, wir gepflegt haben. Aber dazu ist man uns auch nicht einig geworden. Ich bin der Meinung, sind wir jeder zahlt ein Drittel. Der Verlader ein Drittel, der Transporteur ein Drittel und der Verwender letztendlich wieder, der Entlader ein Drittel. Aber da haben die Transporteure nicht mitgemacht und es wäre auch wahrscheinlich zu aufwendig geworden, wenn man wieder alles muss administrieren und hin und her. Ich glaube, unter dem Strich ist so, wie es jetzt ist, wahrscheinlich schon am besten, wenn wir jetzt die fair sagen, sie sind fair, auch ein bisschen an die Reparatur zahlen. Oder dass sie dann halt dann sagen, okay, jetzt komme ich halt mal ein paar kaputte über, weil sie sind ja im Business kaputt gegangen, von A zu B und nicht irgendwie extra kaputt gemacht worden. Aber die Schwierigkeit, die wenn man nur immer auf den Batzen schaut, dann ist es so schwierig, dass man da auch mal sagt, mal, wir akzeptieren und man muss auch sehen, dass viele flicken. Dann muss man wirklich Chapeau von diesen Firmen, muss sich beteiligen und auch flicken und die anderen müssen wir halt überzeugen, dass sie halt auch ein bisschen mitmachen. Mhm. Und das Tag hat ja teilweise auch Tauschgebühren eingeführt, wo die auch etwas an die Kosten haben, wenn sie tauschen und selber flicken oder Löhnchen flicken. Das ist auch ein Weg, dass man dort ein bisschen etwas dazu beiträgt und so die Situation kann verbessern kann. Mhm. Wir hoffen aber auch, dass dann mit der Serialisierung, sieht man dann mal, wenn man serialisierte Ballette angeliefert und nur deren Alten zurückbekommt, kann man sagen, du, aber ich habe dir da und da und da angeliefert und ich komme jetzt einfach nicht mehr so über, wie ich dir angeliefert habe. Dann hat man auch mehr, ist man näher dran, oder? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also eigentlich mit dem Serialisierungsschritt würde man dort sicher in Zukunft mehr Transparenz schaffen, gerade auch speziell in diesem Themenbereich. Genau, ja. Gut, Robert, also mir sind soweit die Fragen ausgegangen. Die Fragen, gut, die gestellt worden sind, die habe ich einfliessen lassen. Ich sehe, wir haben rein nach offiziellem Zeitrahmen hätten wir noch 2 Minuten Spatzung. Ich möchte die letzten paar Sekunden dazu nutzen, dir herzlich Danke zu sagen für den sehr interessanten Austausch. Ich möchte Zuschauern auch und Zuschauerinnen Danke sagen für die zahlreiche Teilnahme an dem Talk und wäre eigentlich soweit mit dem Online-Talk heute fertig. Wir haben in 2 Wochen haben wir den nächsten Online-Talk und zwar geht es dort darum, seitens GOP, wie dort der Transportbereich auch die Corona-Zeit, wo die Volumen so stark angestiegen sind, wie sie das bewältigt haben und die Versorgungssicherheit haben können gewährleisten. Es würde mich sehr freuen, wenn sich wieder zahlreiche Teilnehmer anmelden würden und sagen somit nochmal Danke vielmal und bis ein anderes Mal. Danke auch vielmal allen, die zugelassen haben. Danke. Danke, auf Wiederhören. Adieu. Adieu.